Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Hatten wir telefoniert? Wir hatten telefoniert, Manfred Lentsch, mein Name, hallo. Ach, hallo, mir Soprano. Frau Soprano, wir haben uns auch schon gesehen bei diesem... Herr Jackson, hallo, wir haben auch schon telefoniert. Jawohl. Davor. Entschuldigen Sie, hier sind auch noch die Reinigungskräfte drin, der Herr Rakete macht. Vielleicht kennen Sie den, der ist ja auch da gewesen. Ja, richtig, ja. Der macht hier die Reinigung. Wir haben uns auch gesehen bei dem Gewerbetreffen, glaube ich. Ja, da waren Sie, glaube ich, auch. Das vor 2-3 Tagen stattfand, oben in diesem Restaurant. Nee, da war ich tatsächlich nicht vor Ort. Waren Sie nicht da? Herr Jackson, nein. Waren Sie da? Nein. Herr Jackson ist erst seit gestern bei mir eingestellt. War keiner von Life Invader da? Nee, wir haben diverse Gründe diesbezüglich, ja. Ja, okay, gut. Dann kommen Sie doch einfach erstmal mit in mein Büro. Mhm. So. Das ist aber ein schöner Sessel. Wieso habe ich nicht so einen? Tja, wieso? Das ist das Erste, was ich höre, wenn es um diesen Sessel geht tatsächlich. Ja, das ist wirklich sehr, sehr schön. Okay, Frau Soprano, Sie machen das bei Life Invader jetzt mit dem Herr Jackson zu zweit? Nein. Also ich bin die Geschäftsführerin vom Life Invader und ich habe noch circa 4 Mitarbeiter. Ja. Allerdings befinden sich einige aktuell noch im Urlaub, einige sind unbefristet im Urlaub und einige fallen krankheitsbedingt aus. Dementsprechend sind wir gerade nicht sehr gut anzusprechen, sage ich mal. Deswegen bin ich jetzt auch wieder ein bisschen häufiger da. Ja, ja, wenn man es selbst, wenn es sich nicht erledigt, muss man es selbst machen. Ja, das kenne ich. Genau, richtig. Ja, genau. Ich suche. Und, der Herr Lee ist jetzt, also der Herr Jackson ist jetzt auch neu bei uns und ist sehr motiviert und unterstützt auch hier. Ja, das ist ja erstmal schön, wenn man einen Ansprechpartner hat. Das geht ja schon mal gut. Genau. Gut, also erstmal der Grund, warum ich Sie angerufen habe, ist, weil logischerweise ich will oder ich suche Mitarbeiter und ich habe jetzt die letzten Tage in Rücksprache auch mit unterschiedlichen Personen auf unterschiedlichen Positionen immer mal wieder den Hinweis bekommen, hey, Life Invader, das ist zumindest die Möglichkeit, die man umsetzen kann. Sie können mir ja gleich vielleicht besser erklären, was Sie machen genau und dann sprechen wir über einen potenziellen Auftrag, den Sie von mir kriegen bezüglich und Anforderungen dazu. Ja, klar. Also was wir aktuell machen ist, wir vermitteln natürlich die Jobs hier in der Stadt. Also ich sage jetzt mal den Großteil davon. Also wir betreuen auch kleine Unternehmen, auch große. Also wir haben zum Beispiel kleinsten Gastronomen, sowie auch das MD, das PD und so weiter und so fort. Die sind bei uns auch verzeichnet. Das heißt, was wir halt auch anbieten ist, dass wir zum Beispiel im Flughafen sind bei den Einreisen. Die finden ja durchschnittlich 2-mal die Woche statt. Und genau, da sind wir auch vor Ort und versuchen halt direkt dort als ersten Anlauf sozusagen direkt die Leute anzusprechen. Genau, weil wir haben echt eine umfangreiche Datenbank von Mitarbeitern, also potenziellen Mitarbeitern. Das heißt, wir versuchen halt zu identifizieren, was möchte der jeweilige Neueinkömmling hier in unserer Stadt machen in Zukunft. Was sind die Vorkenntnisse und so weiter? Es gibt natürlich auch viele Menschen, die einfach noch nicht wissen, was sie machen möchten, die sich erstmal umschauen möchten und so weiter und so fort. Da bieten wir halt zum Beispiel auch Beratungsgespräche an. Was wir halt machen, ist, wir treffen auch sozusagen eine Vorselektion. Wenn wir zum Beispiel einen Bewerber für ungeeignet erachten, sei es ja diverse Gründe dafür, zum Beispiel wenn jetzt jemand sich fürs PD bewerben möchte und wir wissen, der Herr war schon mehrmals oder ist einfach mehrmals vorbestraft, dann wird das wahrscheinlich dann auch nichts mit dem PD. Oder wenn jetzt jemand sagt, gut, ich suche jemanden mit kaufmännischen Vorkenntnissen und man kommt irgendwie, weiß ich nicht, aus dem handwerklichen Bereich eher, dann ist es dann auch ein bisschen schwierig. Also wir versuchen tatsächlich da vorzuselektieren. Was ich immer sagen muss, ist, wir können das Ganze natürlich nicht zu 100% prüfen. Zum Beispiel, wir prüfen ja auch keine Vorstrafen. Das muss halt individuell immer der Arbeitgeber dann machen. Das kann er jederzeit ja mit dem PD abstimmen. Wir können das natürlich erfragen, aber ob uns der Bewerber die Wahrheit sagt, das prüfen wir nicht. Genauso ist es mit seinem Kranken oder mit seiner psychischen sowie physischen Verfassung. Das können wir auch nicht prüfen. Das heißt, es kann jetzt ein Kandidat zu mir natürlich herkommen und sagen, er hat in seiner Vergangenheit dies und das gemacht und ist topfit und keine Ahnung. Und der kommt dann zu Ihnen und erzählt Ihnen was ganz anderes. Also, dass ich dafür kann ich leider nichts unternehmen. Was wir aber halt auch machen, ist zum Beispiel, wir machen halt auch Werbung, eben auch direkt am Flughafen. Allgemein, unsere Leitstelle, man erreicht uns. Das heißt, wir leisten sozusagen Vorarbeit. Das heißt, wir machen eine kleine Vorselektion.
je nachdem, wie es dann abgestimmt ist, wenn Sie zum Beispiel sagen, gut, sind sowieso fast täglich erreichbar, beziehungsweise Sie haben auch eine Vertretung, dann würde das so ablaufen, wenn ich einen Interessenten habe, würde ich Sie kontaktieren, hauptsächlich über Telefon, von Not würde das über Wienet laufen. Ich würde Ihnen dann einfach die Kontaktdaten weitergeben, so haben Sie die Möglichkeit, sich bei dem Bewerber zu melden, ohne dass ich Ihre Daten weitergebe. Mhm. Und dann könnten Sie ein Bewerbungsgespräch vereinbaren, erst ab dem Zeitpunkt, wo Sie sagen, der gute Herr oder die gute Dame ist bei mir eingestellt. Ab dem Moment zählt das als Vermittlung, als erfolgreiche. Sprich, wenn Sie eine Absage aussprechen, gilt das natürlich nicht als Vermittlung. Damit ist sozusagen dann mein Auftrag auch nicht erledigt. Was wir halt auch machen, ist, wir betreuen natürlich unseren Wienet-Account. Ich glaube, wir haben bestimmt auch schon einen kleinen Einblick über Wienet erhalten. Dort wird halt sehr, sehr viel gepostet, aber auch sehr, sehr viel Privates. Das heißt, unsere Posts gehen da sehr, sehr schnell unter. Dementsprechend ist es so, dass aktuell eine Website für uns in Arbeit ist. Die dauert allerdings ein bisschen länger als gedacht. Die wird wahrscheinlich Ende der Woche live geschalten. Hm. Und dann werden wir da natürlich eine andere Aufmachung haben. Hm. Dort werden dann auch alle offenen Stellenangebote gepostet werden und so weiter und so fort. Und wir versuchen da auch noch sowas wie ein Kontaktformular zu hinterlegen. Mhm. Okay, ich verstehe. Das klingt ja jetzt alles erstmal sehr umfangreich und auch sehr gut. Ich kann aber auch schon sagen, dass ich eine relativ besondere Herangehensweise an bestimmte Auswahlkriterien Kriterien habe. Das kann ich Ihnen vielleicht aber genauer erklären, wenn ich Ihnen sage, was ich mache oder was ich suche. Genau. Also wir bei Schwarzwasser, das ist das Unternehmen, was ich führe und gegründet habe. Wir suchen Mitarbeiter, die im Grunde in einem allgemeinen Sicherheitskonsens arbeiten möchten. Aber nicht in der Objektbetreuung oder Objektbewachung, sondern wir arbeiten speziell im Personenschutz. Das heißt, kleinen Sie Moment, entschuldigen Sie mich kurz. Herr Rakete, kann ich Ihnen helfen? Nee, wieso? Okay, sind Sie hier also durch? Sie haben mich gerade so angeguckt, als würden Sie was. Nee, also Sie wollen die Scheibe putzen, sonst können Sie mir nicht helfen. Haben Sie das nicht schon? Ja, aber nur die eine Seite. Ja, Sie können auf jeden Fall jetzt nicht ins Büro, danke. Ja. Hallo, Herr Unger. Ich bin gerade leider in einem Kundengespräch, aber ich melde mich sofort bei Ihnen, sobald ich wieder Zeit habe. Okay, ich melde mich gleich bei Ihnen, ja? Vielen Dank. Wiederhören. Soll ich die Leitstelle wieder übernehmen? Mehr? Ja, wäre super. Zwar gerade nicht die Leitstelle, ich mache mein Handy mal kurz auf lautlos. Nicht lautlos. Auf Flugmodus. So, jetzt hat. Okay. Super. Also, entschuldigen Sie die Unterbrechung, aber das ging ja jetzt gerade in beide Richtungen. Alles gut. Folgendermaßen, Schwarzwasser heißt das Unternehmen, das ich gegründet und betreue. Wir sind grundsätzlich eher in Europa vertreten, haben jetzt hier eine Außenstelle in Los Santos. Die ist vor einer Woche gegründet worden. In dieser Woche habe ich mich mehr oder weniger darum gekümmert, mal so ein bisschen Überblick zu bekommen von der Situation, in der wir hier sitzen, weil je überlasteter der staatliche Sektor ist im Bereich Sicherheit und Polizei besonders, desto besser und fruchtbarer laufen private Sicherheitskonzepte. Und wir arbeiten weniger mit einer Gebäudesicherheit und grundsätzlichen Eventsachen. Das ist weniger unser Ding. Wir sind mehr für Personenschutz da. Das bedeutet, also eher privat oder auch für Unternehmen? Personenschutz, wer Geld hat und wer die Konzepte erarbeiten möchte, für uns ist das egal. Mhm, okay. Bei uns geht es in dieser Form um eine Spezialisierung mit einem hohen Maß an Diskretion. Mhm. Wir haben einen großen Fokus darauf. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich nicht sofort auf Angebote, die Sie anbieten, beispielsweise in dieser Personalvermittlung zurückkomme, sondern erst versucht habe, selber zu agieren. Erst nachdem man mir versichert hat, dass Sie da eigentlich eine sehr gute Arbeit machen, bin ich jetzt auf Sie zugekommen. Jetzt denke ich, das ist eine gute Idee. Aber das, was Sie beispielsweise angeboten haben mit Werbung machen und so, da habe ich keinerlei Interesse dran. Mhm. Ich möchte nicht, dass Sie bewerben, was wir tun, uns als Firma irgendwo auftreten lassen oder durch die Gegend oder irgendwas posten, sondern es geht eher um eine sehr diskrete Analyse der potenziellen Mitarbeiter. Und da gibt es halt zwei Dinge. Erstens, auftreten. Und zweitens, glauben Sie Ihrer Menschenkenntnis nach, dass man der Person vertrauen kann. Das ist eine Sache, die man sehr schlecht einschätzen kann,
Aber es ist auch eine Sache, die sich nach 3 Sekunden schon so ein bisschen herauskristallisiert. Ist das jemand, dem man etwas anvertrauen würde? Ist das jemand, dem man Diskretion unterstellen würde? Mhm. Und in diesem Fall würde ich mich um eine Weiterleitung bzw. Vermittlung freuen. Wir haben nicht die Absicht, und ich denke auch nicht, dass das der Fall sein wird, hier jedem eine Möglichkeit zu geben. Die Vorselektion ist da sehr, sehr wichtig und kommt mir sehr gelegen. Wir arbeiten diesbezüglich auch mit dem Polizeidepartement zusammen, weil ich hier eine Boutique-Sicherheit mehr oder weniger aufstelle. Ja? Also ganz im Gegenteil zu dem, was in der gängigen Security-Branche so üblich ist. Ja, bist du tätowiert, kannst du machen. Ist das hier ein bisschen anders. Wir wollen unseren Klienten einen gewissen Service bieten mit einer gewissen Qualität. Und das ist das, was wir machen. Gehen Sie denn gegenüber psychologischen Tests? Psychologische Tests sind für mich nur noch erforderlich, wenn ich nach meiner Einschätzung nach, wenn das, also, obwohl, sagen wir es anders. Wenn ich glaube, dass derjenige einen psychologischen Test machen muss, dann ist er nicht geeignet. Ja, also wenn was ist denn der Grund, was ist denn der Punkt, an dem man einen psychologischen Test machen muss? Ah, Herr Tetzlaff, hallo. Das ist übrigens mein Kollege, Herr Günther Tetzlaff. Guten Abend. Das sind die Herren und Frauen von Life Invader. Ah ja, okay. Wo gerade jetzt nochmal, kannst du ja einfach mal erstmal zuhören. Mhm. Also ich glaube nicht, dass, wenn es sich anbietet, einen psychologischen Test zu machen, weil man nicht glaubt, dass die Person labil ist, dass es dann irgendwie in Frage kommt, mit denen noch zu arbeiten. Muss ich ganz ehrlich sein. Ja, verstehe. Gesundheitliche Tests, das werden wir ja alles selber machen. Das brauchen Sie nicht einschätzen. Da arbeiten wir alle selber mit. Wir haben im stehenden Kontakt mit dem Medic Center, wo wir so eine Einschätzung machen. Uns ist egal, ob der vorbestraft ist oder nicht. Das spielt für uns keine Rolle. Das ist uns völlig egal. Wichtig sind diese 2 Punkte, die ich Ihnen gesagt habe. Sind Ihre Mitarbeiter eher, ich sage jetzt mal, geheim bei Ihnen tätig oder ist das alles öffentlich? Das ist alles öffentlich. Okay. Es geht eher um den diskreten Auftritt. Also wir planen schon auch so ein paar Kampagnen zu machen, aber in meiner Wahrnehmung ist es jetzt nicht besonders, will ich jetzt nicht, dass Sie als externe Personalagentur für die Werbetrommel rühren. So, das sehe ich Sie gar nicht. So, das müssen Sie auch gar nicht machen als Leistungspaket. Vielleicht ist es auch nervig für Sie. Ich sehe Sie eher in einer analytischen, outgesourcten Variante, in der Sie vielleicht feststellen können, das ist was für den Herrn Lynch. Und das wird vielleicht einmal alle 3 Wochen passieren oder einmal alle 4 Wochen. Ja, genau, darauf wollte ich jetzt auch hinausgehen. Also meine persönliche Einschätzung, so wie ich jetzt auch die Stadt hier wahrgenommen habe, ich meine, ich bin auch schon länger jetzt hier, es ist einfach so, von meinem Bauchgefühl heraus wird das wahrscheinlich nicht etwas sein, wo ich Ihnen jede Woche jemand vorbeibringen kann. Auf keinen Fall, nein. Natürlich nicht. Hier ist dann eher wohl Qualität statt Quantität. Das heißt, da muss man auf jeden Fall geduldig sein. Auf jeden Fall, also das kann ich Ihnen schon im Voraus sagen. Ja, gut. Das würde halt auch bedeuten, dass ich natürlich mich dann mit dem Kandidaten natürlich umfangreicher unterhalten müsste. Ja, das hängt immer davon ab, wie Sie, ich kann Ihnen natürlich nicht sagen, wie Sie Ihre Arbeit machen, eine leichte Vorselektion, dass Sie nicht einen Crystal-Meth-abhängigen Heroin-Junkie vor sich haben, würde mir schon reichen. Wir führen hier auch detaillierte Gespräche im Nachhinein. Ich würde es Ihnen auch nicht übel nehmen, wenn es nicht so gut funktioniert. Es geht halt nur um mehrere Quellen, die einem Mitarbeiter zuführen können. Ja, natürlich. Es gibt ja immer 2 Optionen, sage ich mal. Es gibt ja Alteingesessene hier in der Stadt, die sich eventuell neu umorientieren möchten. Einige von ihnen haben einfach schon einen bestimmten Ruf. Ja. Dementsprechend reichen diesbezüglich die Menschenkenntnisse deutlich auf. Leute, die halt frisch eingereist sind, eignen sich dann in dem Fall wahrscheinlich eher weniger, außer man hat direkt ein gutes Gespür bei der ersten Kontaktaufnahme. Mhm. Und dann müssen wir natürlich dann auch weitersehen, klar. Mm, mm, mm. Wie ist das denn? Also wenn ich jetzt angenommen jemanden für geeignet betrachte, wird natürlich dann direkt gefragt, um welches Unternehmen sich das Ganze natürlich handeln würde. Wäre das dann sozusagen die erste Option, dann Ihren Firmennamen? Genau, sagen Sie einfach, es handelt sich um die Firma Schwarzwasser und die sind im privaten Sicherheitssektor unterwegs.
Und Sie können auch gerne dazu sagen, dass es sich dabei aber nicht um Gebäudebetreuung handelt, weil das ist das Erste, wovor Leute Angst haben, dass sie vorm Gebäude stehen oder irgendwie was bewachen müssen oder so. Das ist nicht das, was wir tun. Ja. Wie sieht denn die Entlohnung bei Ihnen aus? Weil das ist eine der häufigsten Fragen natürlich. Wir haben erstmal grundsätzliche Aufstiegschancen, das ist überhaupt kein Problem. Also Aufstiegsmöglichkeiten gibt es auf jeden Fall. Ja. Und das Einstiegsgehalt ist $400 die Stunde. Wir sind ein verstaatliches Unternehmen, das heißt, Sie kriegen eine Garantie auf Ihren Lohn und zusätzliche Vergütungen aufgrund von Gefahr oder, also Gefahr nicht, aber zusätzliche Vergütungen sind auf jeden Fall möglich. Das hängt aber vom Einsatz ab. Dann schreibe ich eventuell Bonus noch mit rein. Gibt es gewisse Öffnungszeiten oder Arbeitszeiten? Montag bis Freitag von 19 Uhr bis Open End. Bitte nochmal, Entschuldigung? Montag bis Freitag? Von 19 Uhr bis Open End. Das hängt immer davon ab. Das wäre dann auch ein Hauptjob, richtig? Das wäre jetzt kein Beruf, den man als Nebentätigkeit ausübt. Naja, was heißt Nebentätigkeit? Ich glaube, so viele Möglichkeiten hat man da nicht. Ich würde es also Hauptjob nennen, ja. Genau, es gibt einige, die ja auch zwei Jobs ausüben. Das heißt, sie sind irgendwo hauptangestellt, wo sie wirklich ein Arbeitsverhältnis nachgehen und helfen dann woanders aus. Dort ist dann natürlich ein Paycheck nicht möglich. Das wäre dann eben so eine spezielle Auslastung pro Auftrag oder pro Abend, je nachdem, wie man das macht. Nee. Deswegen frage ich gerade nach, genau. Haben Sie auch Firmenwagen? Ja. Firmenwagen ist da. Büros sind ja auch vor dort. Also Sie stehen ja gerade drin. Mhm. Da ist da. Finden Sie diesen Beruf als Sicherheitspersonal? Nochmal die Frage bitte. Definieren Sie diesen Beruf als Sicherheitspersonal? Ja, ich würde es schon Sicherheitspersonal denken, ja. Es gibt aber, mir ist halt wichtig, dass diese bei der Definition halt auch gesagt wird, was ich Ihnen eben gerade gesagt habe. Ne? Ja, dieses Gebäudeschutzding, das ist wirklich das ist ein Personalschreck. Ist alles mit notiert. Diese Datenbank, da hat jeder unsere Mitarbeiter Zugriff drauf. Da haben wir etliche Datensätze drauf, die sind noch up to date immer und insofern. Entschuldigen Sie mich ganz kurz, das Telefon klingelt gerade. Lensch? Herr Lensch, guten Abend, Sie haben mich versucht zu erreichen. Ja, Herr Kovacic, kann ich Sie gleich nochmal zurückrufen? Sie sind jetzt im Dienst, ja? Ich bin jetzt im Dienst, ja. Alles klar, ich rufe gleich nochmal zurück, Dankeschön. Gerne. Entschuldigen Sie. Das Telefon der Teufel. Wie viele Mitarbeiter suchen Sie in Summe? Unbefristet, also unbegrenzt. So viele Sie haben. Okay. Mhm. Gut, dürfte ich da einmal Ihren Ausweis sehen, um Sie für unsere Kundendatenbank zu Natürlich, natürlich. So, Portemonnaie. So, da nehmen Sie. Lege ich den Ausweis wieder zurück auf den Tisch? Ja, legen Sie einfach hin. Eine Leitstellennummer haben Sie schon? 719. Unter welcher Rufnummer dürfen wir anrufen, sofern wir einen Kandidaten haben und die Leitstelle nicht besetzt wäre? Sie können, die Leitstelle müssen Sie nicht kontaktieren, weil ich nicht garantieren kann, dass ich da rangehe. Das ist die 225581. Da kommen Sie direkt bei mir raus. Perfekt. Okay, aufgrund dessen, dass Sie eine Anzahl X genannt haben. Also normalerweise ist es so, dass die Vermittlungsgebühren im Voraus zu bezahlen sind. Also Sie können sich gerne Gedanken darüber machen, ob Sie das Ganze in Auftrag geben möchten. Können wir gerne nochmal Bescheid geben. Ansonsten haben wir auch ausgefertigte AGB. Diese bräuchte ich von Ihnen einmal kurz bestätigt. Ich würde dann mit Ihnen eine Sondervereinbarung treffen, und zwar, dass die Vermittlungsgebühren nicht im Voraus zu bezahlen sind, sondern erst nach erfolgreicher Vermittlung. Aufgrund dessen, weil, wie gesagt, Sie keine spezifische Anzahl an Mitarbeitern
genannt haben. Haben Sie eine, können Sie mir eine Zahl nennen bei der Vermittlungsgebühr, weil ich direkt was weiß? 1000, genau, 1000 pro Mitarbeiter. $1000, mhm, okay. So. Also wenn Sie möchten, schicke ich Ihnen kurz die AGB noch zu über VNet. Können Sie machen, ja. Einfach an Schwarzwasser, da gibt es so einen VNet-Account. Ja, habe ich schon gesehen, genau. Das ist auch gleich da, Sekunde. Diese 1000 werden fällig, wenn der Arbeitsvertrag unterschrieben wird? Oder können wir auch erst dann. Mit, wenn die Probezeit überstanden ist, irgendwie so mit, müssen wir mit reinnehmen? Gute Frage. Nein, ab Unterzeichnung. Ich meine, Sie können ja vor der Unterzeichnung des Arbeitsvertrags ist ja auch ein Probetag. Okay, also das geht. Also wir könnten jetzt sagen, wir machen Probearbeiten und dann. Ja, genau. Weil nicht, dass wir wen einstellen und der ist am nächsten Tag nicht mehr da. Also, genau. Ja, das ist sowas, soll es ja auch geben. Ja, ja, sowas mag es geben. Da will man den Personalausweis fotokopieren und auf einmal ist der weg. Meinst du dir nicht aus? Na. So, genau. Habe ich ihn weitergeleitet? Kommentarlos? So, schauen wir mal. Ja. Ja. Also der Punkt bei der Bezahlung würde natürlich dann in der Form nicht bei Ihnen in Kraft treten. Vergütung. Dann so. Okay. Kein Problem. Habe ich zur Kenntnis genommen. Okay, super. Dann würde ich das so eintragen. Sollen wir das jetzt nun probieren oder möchten Sie nochmal drüber schlafen? Nein, wir machen das so. Okay, super. Brauchen Sie zusätzlich, ich glaube, ich habe Ihnen alles gegeben, Personalausweis, Telefonnummer. Sind Sie denn bei der planmäßigen morgigen Einreise dann auch vor Ort? Und wenn Sie vor Ort sind, wo sind Sie denn dann vor Ort? Am Flughafen direkt, wir haben ein eigenes Büro. Ah, okay. Ich würde mir gerne mal anhören, sprechen Sie die Leute an oder werden die einfach zu Ihnen geschickt? Genau, es läuft folgendermaßen ab, nachdem die Neueinkömmlinge durch die Passkontrolle und den Zoll sind, werden sie erstmal von den Mitarbeitern des Dienst in Empfang genommen. Mhm. Wenn sie dort fertig sind, werden sie direkt zu uns weitergeleitet. Dann gibt es einen von Life Invader, der eine Ansage macht, der kurz Informationen weitergibt, wer wir sind, was wir hier in der Stadt machen und so weiter und so fort. Ja. Und diejenigen, die bereits Interesse haben, sich bei uns aufzeichnen zu lassen, die werden dann an die anderen Mitarbeiter eben weitergegeben und werden schon mal in der Datenbank erfasst. Und je nachdem, ob halt schon etwas da ist, was anspricht und so weiter und so fort, wird das dann auch direkt kommuniziert, beziehungsweise werden dann Bewerbungsgespräche vereinbart oder halt eben die darauffolgenden Tage. Okay. Gut, ja, das klingt alles wundervoll. Dann hoffe ich, dass Sie da morgen vielleicht schon den einen oder anderen Kandidaten finden für nun nicht nur mein Unternehmen, vielleicht auch allgemein. Die Unternehmen brauchen unbedingt Mitarbeiter. Wenn ich eins mitbekommen habe, dann, dass ständig Leute gesucht werden. Und das ist ja schon sehr, ist ja fast ein Konkurrenzkampf. Also ich meine nicht nur Konkurrenzkampf in der gleichen Branche, sondern auch unternehmenübergreifend. Ja, ja, das, also das ist schon. Also der eine oder andere Unternehmer, der greift sich dann schon mal auch die Mitarbeiter, ne? Ja. Gut, ja, das ist alles, was ich wollte und ich hoffe, Sie werden fündig. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Brauchen Sie noch irgendwelche Infos? Nee, ich wäre soweit, habe ich alles notiert. Sollte ich nochmal Rückfragen haben, werde ich mich nochmal bei Ihnen melden. Andernfalls melde ich mich bei Ihnen, sobald ich den ersten Kandidaten habe. Okay, sehr gut. Ja gut, dann bringe ich Sie noch nach vorne. Ich denke, Sie haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Kommen Sie? Herr Lentsch? Oh ja. Der Herr Rakete teilte mir mit, dass ihm irgendwas kaputt gegangen ist. Ja, ich hab's schon gehört. Oh je. So, gut. Ja, dann vielen Dank für Ihren Besuch und einen erfolgreichen Abend wünsche ich noch. Ja, wir hören hoffentlich zeitnah voneinander. Schönen Abend und genau, wir melden uns. Ja, ebenfalls. Danke. Ciao. So, Herr Rakete, was haben Sie fallen lassen? Hey, was? Sie sehen übrigens sehr gut aus. Trainieren Sie? Wie viel machen Sie auf der Benchpress? 120? Ja, ja. Was haben Sie fallen lassen? Kommen Sie mal mit. Herr Rakete, ich muss Ihnen übrigens noch meinen Kollegen vorstellen. Ich weiß nicht, ob Herr Tetzlaff sich schon vorgestellt hat. Das ist, ja, das schon. Wir sind schon dicke Freunde. BFFs und so. Ah ja, gut. Was haben Sie fallen lassen? Okay, also,
Ich war gerade auf Toilette und dachte, ey, wenn ich sowieso einmal hier bin und das sauber gemacht habe, kann ich ja auch auf Toilette gehen. Gehen Sie mal rein da bitte. Muss ich? Ja, sonst, ich muss Sie ja zeigen. Ja, es ist schwierig. Kommen Sie mal. Ja. Ja, was ist hier? Oh Gott. Sehen Sie das Ding hier oben, die Lampe? Ich dachte, diese Kristalldinger, das ist die Klospülung. Nee, das ist sie nicht. Kleinen Moment, das Telefon klingelt. Aber wer macht denn das? Lensch? DHCLS hier. Die hatten vor gestern ihr Fahrzeug repariert. Ah ja. Und ich habe gesehen, sie haben es schon abgeholt. Wir haben das schon allerdings abgeholt? Allerdings bleibt... Zumindest steht sie mir... Moment, Tetzav, hast du das Auto schon abgeholt? Ich bin nur blind auf beiden Tomaten, hier steht's. Hier es steht noch da? Nee, ich habe nichts abgeholt. Ja, wir würden das nämlich gleich noch abholen kommen. Let's see. Wir stehen, ja, wie Sie wissen, wir sitzen aktuell bei Roadrunners bei der, 6042. 6042, und wo da genau? Sie sehen uns, beim Motorradladen. Bei dem Motorradladen direkt, okay. Ich, guck mich da um, genau. Ich bin gleich da. Bis gleich. Bis gleich. Hä, HCLS ruft an. Herr Rakete, können Sie das irgendwie reparieren? Herr Rakete? Kein Problem, Boss. Ich habe da so einen Cousin, mich der Chao, vom Hafen. Der besorgt so eine neue Lampe. Ja, Mr. Chao kann dann auch gerne... Oh, bitte nicht schon wieder so eine... Oh, nee. Was denn jetzt? Was hast du gegen Mr. Chao? Ja, Mr. Chao erinnert mich so ein bisschen an... Mr. Ling. Mr. Ling? Ja. Was kann ich denn dafür, wie der heißt? Ja, nee, alles gut. Herr Rakete, tun Sie mir mal einen Gefallen und gehen mal ganz kurz... Raus ist relativ bewölkt hier drin anscheinend. Das ist entweder Tiefdruckgebiet oder gehen Sie mal kurz. Ah ja, fantastisch. Sehr gut, ja, dann machen Sie das mal bitte und hören Sie auf, an den Lampen zu ziehen, ja? Ja, okay, weiß ich Bescheid aus. Ich bin auch schon fertig, ja, und ja. Ihr Kollege ist ja jetzt nicht gekommen, oder? Nee, ich glaube, der ist wieder im Knast, aber ich kläre das. Okay, ja, würde ich vielleicht dann vermeiden zukünftig, wenn das ein Wiederholungsstraftäter ist. Ja, ja, ja. Zum Glück war ich nie im Knast, ja, bis später. Warum? Hast du den eingestellt? Ich habe den eingestellt. Aber als Reinigungskraftmann, das ist der Hausmeister. Also. Ach so. Viel mehr als putzen tut er ja nicht. Und wir müssen zwei, dreimal die Woche putzt er hier. So, das war gerade. Eine Bewerbung weitergeleitet. Zwei Stück heute. Ja, jetzt darf ich. Also, ich habe die Bewerbung gesehen, ne? Ja. Und ich dachte. Ich rufe die an. Weißt du, was auf der Bewerbung nicht war? Nein. Was braucht man, um jemanden anzurufen? Telefonnummer? Ja, genau. Und die ist nicht drauf. Also ich wollte die Frau Claire Mitchell anrufen, hat keine Telefonnummer hinterlassen. Ja, vielleicht ruft sie ja durch nachher. Nee, nee, warte, wie was? Du hast auch nicht die Telefonnummer? Doch, habe ich. Fällt mir gerade ein. Ja. Ruf sie an. Aber ich habe dir noch eine zweite durchgeschickt. Ich habe ihr das gesagt. Oh, ich kann ja nicht über die warte mal kurz. Lass uns das mal, lass mal Prozessoptimierung machen, ganz kurz. Ich hatte da eine Idee, bevor du jetzt loslegst. Okay. Ich habe mal geguckt, man kann ja über dieses Mail-Programm schön Ordner erstellen. Habe ich schon? Meine Frage ist, gibt es die Möglichkeit, dass ich auf das Schwarzwasser-Mailfach auf bestimmte Ordner oder auf irgendwas, was ich zugreifen kann, dass ich, wenn ich sowas habe, die gleich da ablegen kann? Brauchst du nicht. Du brauchst das nur an schwarzwasser@mail.ls schicken und die Telefonnummer reinschreiben. Weil ich mache das ja hier selbst auch. Ja gut, dann können die ja gleich dahin schreiben. Die können auch gleich dahin schreiben. Das dann ist ja kein Problem. Dann muss ich mir schicken und dann dir. Schwarzwasser@mail.ls ja. Und ich gebe dir mal... Wobei, nee, ich lasse mir die trotzdem schicken, weil dann kann ich die für mich auch ablegen. Dann habe ich die auch immer mal da. Alles gut, wir machen das so weiter. Okay. Dann kann ich dir zu diesen Bewerbungen, ja, schreibe ich vorher immer noch mal meinen ersten Eindruck, wenn ich die jetzt tags übertreffen sollte oder so. Ja. Na, dass du Bescheid weißt. Du hast heute Morgen um 10 Uhr angerufen. Ja, ich dachte, du bist schon wach oder so. War irgendwie... Um 10? Bist du irre? Nee, bin ich noch nicht gewesen. Nee, das musst du auch nicht. Warte mal. Live entwählt. Ich muss jetzt mal kurz abhaken. Das habe ich. Telefonnummer habe ich. Kannst du die Frau Mitchell jetzt mal anrufen? Ja. Claire. Boah, ich muss dir noch was erzählen. Na klar.
Ich war heute am Stadtpark, ich war ein bisschen unterwegs. Mhm. Erstmal habe ich ein Auto. Oh, schön. Das Firmenauto steht in der Garage, habe ich abgestellt. Wir müssen auch gleich das andere Firmenauto noch abholen. Das können wir gleich machen eigentlich. Ja, genau. Man kann dich auf dem Weg erzählen. Genau. Ne? Und du kannst die Mitchell anrufen, dass die sich hier einfinden soll. Auf jeden Fall war ich heute am Stadtpark. Oh, ich habe schon lange nicht mehr so einen leckeren Klops mit Senf gegessen. Warst du bei Raketes Kiosk? Nee, da war keiner. Ah. Warte mal kurz. Wir können zu Fuß gehen, das ist gleich hier oben. Die Straße hoch. Na komm. Ja, der Tetzler von der Firma Schwarzwasser. Wir hatten ja heute das Vergnügen. Haben Sie... Ich hatte da ein ausländisches Problem, aber das ist was anderes. Was halten Sie so von der nächsten halben oder 15 Minuten, 20 Minuten bei uns im Büro? Ist ein bisschen spontan, aber ich denke mal... Ja, dann würde ich sagen, 20.45 Uhr. 6032 ist die Postleitzahl. Sie war vorhin schon da. Alles klar. Super. Bis nachher. Ciao. So, erzähl dir, was war? Ja, ich würde eigentlich nur von dem Klops erzählen, der war lecker. Irgendwie. Irgend so ein Restaurant? Können wir da bestellen? Ist das so ein Klops-Ding jetzt? Nein, ich weiß gar nicht, wie das hieß. Und dann war da eine. Mhm. Der habe ich über Glatzen philosophiert. Über die Ostdeutschen oder über deine? Nee, also über ganz normal eine Glatze. Ah ja, gut. Die hat rote Haare gehabt und hat mir erzählt, das ist Naturhaarfarbe. Was? Ja, also manchmal. Vielleicht ist das so eine Zauberin gewesen oder so. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist hier in der Stadt? Ja. Also ich glaube, so Omas, Opas, Mütter und Väter gibt es ja gar nicht mehr. Die sind alle tot. Wie, die sind alle tot? Die sind doch nicht alle alte Leute tot. Doch. Was? Die sind doch nicht tot. Wie bei der Mitchell. Da ist auch irgendwer gestorben. Dann habe ich vorhin mit jemandem telefoniert, der hat mich angerufen. Die sind alle tot. Die sind doch nicht alle tot, Tetzlaff. Naja, ich weiß mal nicht. Und neben uns kommt ein Kaffee rein, so ein Edelkaffee. Hm. Der macht Kaffeebohnen aus dem Affenarsch und sowas. Du hast doch Edelkaffee gesagt. Ja, das gibt's in Thailand, das ist richtig. Hm. Ach, mal probieren. Ja, die scheiden die Bohnen aus und dann machen die daraus Kaffee. Das war richtig. Würdest du, wenn ich eine Kaffeebohne esse und die ausscheide, nein, würdest du die dann nochmal brühen? Du bist ja auch kein Du bist ja auch kein Affe. Ja. Mhm. Aber stammt der Mensch nicht vom Affen ab? Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall habe ich schon mal die Nummern ausgetauscht und gerade wenn man vielleicht mal Meetings hat oder so, der macht doch so ein bisschen mit Kaviar Häppchen und Ei auf Kaviar, das wäre ja vielleicht für uns nicht ganz so unverkehrt. Und vielleicht könnte dieser scheiß Filterkaffeeautomat raus. Was hast du gegen die Filterkaffeeautomaten raus? Boah, was ist denn, wenn der da drüben nicht da ist? Ja, dann gehen wir in dein Büro. Naja, ich kann ja mit der Stadtverwaltung nochmal sprechen, aber für die Gäste, für die Gäste ist das doch der erste Weg. Ich glaube, die stehen da drüben. Ja, wir sollten uns auch mal gucken. Ich weiß nicht, hast du dir schon mal unser Wasserautomaten angeguckt, wie lange das Wasser da schon drin steht? Hey, das Büro wurde vor 3 Tagen eingerichtet. So lange kann das gar nicht drin stehen. Also, wenn da 12-19 auf dem Wasserfass ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das... Wie hieß der das eingerichtet? Oleg? Marek. Marek? Weiß ich, wo er das her hat, aber... Marek Blend. Wir sollten auf jeden Fall mal schauen, wer das liefert. Ob wir irgendwo wen kennen oder finden. Oder wir fragen mal... Rakete heißt das? Rakete. Mhm. Auf jeden Fall, der das Kaffee aufmachen will, hat ein Holzbein. Okay, hier, ACLS, das ist das Auto schon mal. Wir müssen jetzt nur mal gucken, dass da... Wo stehen die denn da? Hm. Na, vielleicht können wir die Männer hier vorne mal fragen. Ja. Mahlzeit, kurze Frage. Ja? Wo sitzt denn der ACLS hier? Sitzt hier. Sitzt hier mit drin. Mit drinne? Okay, dann gehen wir da mal rein. Dankeschön. Ist das Tor offen, oder? Ah ja, ist offen anscheinend, ja. Ah, Bewegungssensor. Uff.
Ist er nicht. Ja, wir sind in Thailand, ey. Ah, da vorne. Er hat gesagt, das finden wir schon. Als wäre das so selbstverständlich. Ach, hier drinne? Ah, ja. So ist es sein. Mahlzeit. Hallo. Wunderschön. Wir wollten nur schnell ein Auto abholen, eine Rechnung bezahlen. Ah, ja. Super. Kommen Sie gleich mit. Ja. Das Auto steht draußen, habe ich schon gesehen. Mhm. Machen wir die ganze Geschichte am Auto. Okay. Uns gut hergefunden? Ja, ja, wir haben jetzt hier vorne nochmal gefragt. Die Biker hier anscheinend. Genau. Und die haben uns gesagt, dass es hier drinnen ist mit. Was ist mit dem alten Gebäude passiert? Ja, da streiten sich die Geschichten. Ist abgebrannt? Ja. Okay. Heiße Sanierung, wa? Eine heiße Sanierung. Das dürfte ziemlich gut sein. Heiße okay. Sanierung? Oh Gott. Voraussichtlich müssen wir mit 2 bis 3 Wochen rechnen. Okay. Bis wir den Laden unten wieder bewohnen können. So, dann sagen Sie mir mal, was das gekostet hat und ob alles wieder heile ist. Ja, wir haben das Fahrzeug wieder reparieren können. Werden dann eine Rechnung von $625. Ja gut, Sie sind zu uns gekommen, machen Sie 800. Können Sie mir eine Rechnung ausstellen? Na klar, kann ich Ihnen dann eine Rechnung ausstellen. Oh, sehr gut, $800 hier, ich zieh mal durch. Super. Jo, sieht gut aus. Vielen Dank. Ja, gerne, ja. Wir kommen auf Sie zu, wenn wir mal wieder was haben. Wir haben immer mal ein paar Farben, Firmenfahrzeuge, da ist immer mal ein bisschen was. Hast du die Rechnung eingesteckt fürs Buch? Ja, habe ich. Okay. Gut, dann danke ich für die schnelle Arbeit und wir melden uns, wenn was ist. Kein Problem. Gerne, danke. Fall. Dankeschön. Auf wieder. So. Ja, mal gucken, ob der noch läuft, der Lachs. Moment. Mhm. Ja. Klingt noch wie vorher. Schön. Oh, die zweite Bewerbung. Kopfschmerzen nicht, habe ich. Kurzen Migräneanfall. Ja, muss man mehr trinken vielleicht. Ja. Von Herrn Zücker, hast du die auch schon gelesen? Nee. Soll ich den da schon mal anrufen und Bescheid bestellen? Ja, bitte. 7035. 7035? Achso, den. 7035. Mit wem spreche ich bitte? Herr Zücker, Herr der Tetzler 4. Ich habe gesagt. Oh, voll. Ist das Telefon gerade. Entschuldigung, ist das Telefon runtergefallen. Herr Zücker, was machen Sie um 21 Uhr? Oh, wow, das kann doch wohl nicht wahr sein! Genau deswegen bin ich weg aus Thailand. Das gibt's. Alles okay bei Ihnen? Ja, alles gut bei euch. Ja, alles in Ordnung. Du fährst so ein großes Auto und ich hab dich trotzdem nicht gesehen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Verdammt doch mal! Gott, wir kommen gerade vom ACLS. Das Auto wurde repariert. Nein. Ja, ich war so stolz auf mich, da ich keinen Unfall gebaut habe, ne? Ich wollte gerade das Auto abstellen. Okay. Oh Gott. Das war meine Schuld. Können wir das ohne Polizei klären? Sagen wir $1,500? Machen wir es anders. Investiert die $1,500 in Burger da drüben. In Horny Burger? Ja, natürlich. Wir sind Stammkunden. Naja, dann weiter so und dann ist das schon gut, dann machen wir das schon so. Alles klar. Scheiße. Gut, wir müssen mal kurz zurück zum ACLS fahren. Ja. Oh, die freuen sich, die machen auch. Tut uns leid, ne? Schönen Dankeschön. Alles gut, gleichfalls. Ciao, ciao. Hast du den herbestellt? Ich habe aus Versehen aufgelegt. Ja, ruf ihn nochmal an. Wie war die Nummer? Ich weiß nicht, 7000 irgendwas mit noch was? 7035? Ja, irgendwie so.
Korrekt, hier ist der Tetzlaff. Ja, das Fenster ging so schnell nicht hoch. Ich weiß auch nicht. Herr Zuckerli war es, ne? Oh Gott, das ist hinten wieder kaputt. Oh. Nee, Herr Zucker. Herr Zucker, das bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich sag dem kurz Bescheid, wir müssen zurücklaufen. Entschuldigung, Miguel war das, ja? Ja, sie. Wir haben gerade auf dem Unfall auf dem Weg zurück. Wir bräuchten nochmal eine Reparatur. Oh, wow. Mit jemand anders oder selber verschuldet? Naja, ich war schuld, aber es ist nicht so wild. Also, ich würde nochmal zeigen, was gerade kaputt gegangen ist. Also so schwer. Ja, also ich war abgelenkt und hinten ist einer reingefahren. Da haben sie noch einen Rekord aufgestellt. Können Sie vielleicht noch mal gucken? ich lasse ihn hier stehen, ja. Ihnen ist da jemand reingefahren, oder? Ja, genau, hinten. Ich lasse ihn stehen. Mhm. Und aber wenn möglich ein bisschen weiter in die Richtung. Ah, da vorne. Weil hier stellt Roadrunners normalerweise ihre Motorräder hin. Ich stelle es da vorne auf die Grünfläche, ja? Naja, auf die Grünfläche vielleicht jetzt nicht, aber einfach da an den Straßenrand. Da okay. Vorne. Da war es auch ungefähr vorhin gestanden. Oh Gott. Das sind ja neue Rekordzeiten, die sie hier aufstellen, Herr Lentsch. Ja, ich komme morgen wieder. okay. Mal sehen, vielleicht kriegen wir ihn heute sogar noch fertig. Ja, rufen Sie einfach an, wenn er durch ist. Genau. Oh, Scheiße. Lass uns zurück. Oh nein. Oh nein. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich habe mal ein paar Fotos gemacht für die Versicherung. Ja. Aber geht's dir gut? Ja. Ja, also. Hast du den Zucker? Ja, Zucker. Nicht Zucker. Ja. Oh, mein Fehler, ich war jetzt durcheinander, ey. Wo hast du den denn getroffen? Ja, aber folgt, die kamen halt alle. Heute Vormittag oder was? Mhm. Mhm. Ich hab nur ein bisschen Bauchweh, aber... Bei dem? Wieso? Ja, war wohl schon bei der Polizei. Hm. Die haben ihm gesagt, er soll sich doch mal bei uns melden. Da habe ich gefragt, mit wem er gesprochen hat. Kovacic wahrscheinlich. Nee, das ist, den Namen weiß er nicht mehr. Ja, Kovacic wahrscheinlich. Aber das ist auch okay, weil der Name ist kompliziert und ich habe den auch erst vergessen. Weißt du noch Stress machen? Tja. Wer hätte das gedacht? Mhm. Und wie ist der Eindruck von der Frau Mitsche? Mhm. Ganz ordentlich eigentlich. Hm. Wann hast du sie jetzt eingeladen? 20:45? Jawohl. Und 21 Uhr kommt der Zucker. Ja, okay. Passt noch.
Was hast du jetzt eigentlich für ein Auto? Steht das da hinten schon? Ja, das steht vor unserem Büro. Das ist so ein SUV, ne? Mm-mm. Nee. Ach nee, ich dachte, das steht hinten auf dem Parkplatz. Nee, nee. Ich war ein bisschen spät dran. Da würde ich jetzt nicht nach ewigen Parkplatz suchen. Oh. Wenn das hier durch ist, bräuchte ich nochmal deine technische Hilfe beim Skypen. Hä, was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben doch gestern hier einen PC eingerichtet. Ja, wenn ich... Also es kommt immer nur Hallo, Hallo und dann bricht's ab. Also... Dann müssen wir vielleicht mal den VPN-Server wechseln. Ich weiß nicht, Link wartet auf jeden Fall, dass wir es am Anrufen. Können wir nachher machen. Ja. So, wo hast... Was für ein Auto hast du denn jetzt? Na, pass auf. Das müsste das zweite hier links sein. Ah, der etwas ältere? Mhm. Und dann warst du bei den Oldtimern? Nee, der hat nur 6.000 gekostet. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Denke ich, ne? Ja, total. Wo hast du den gekauft? Den habe ich gekauft bei, ich glaube, Easy Cars heißen die. Easy Cars? Mhm. Okay. Na gut. Ja, genau. Ist das die Frau Mitchell? Wo denn? Wer denn? Nicht? Siehst du nicht? Okay. Hallo, kann man Ihnen helfen? Guten Abend. Ja, Mitchell ist mein Name. Ich hab, ja. Heute Warum Morgen kennst schon... du denn die Frau Mitchell nicht? Frau Mitchell... Frau Mitchell, können Sie vielleicht... Können, ja. Sie, können Sie einfach locker dastehen. Fantastisch. Guten Abend. Guten Abend. Herr Lentsch, ich habe eine kurze Frage an Sie. Oh Gott, wer, entschuldigen Sie, wer sind Sie? Herr Whittaker. Herr Whittaker. Oh Gott, Herr Whittaker, hallo. Habe ich Sie erschrocken, oder? Nein, alles gut. Frau Mitchell jetzt da. Ja, Frau Mitchell kannst du ja schon mal reinbringen. Detlef. Frau Mitchell, kommen Sie einfach mal mit. Ja, mach ich. Herr Whittaker. Eine kurze Frage. Die Fahrzeuge hier, sind das alles... von Ihnen und von Ihren Mitarbeitern? Das ist von uns und das dahinter auch. Ansonsten kann ich Ihnen nicht sagen, wovon was ist. Ja, weil ich wollte halt, weil wir parken unser Privatfahrzeug hinterm Gebäude und halt unsere Dienstkraftzeit auch vorne, weil das wäre halt für die Kunden natürlich besser, dann haben die auch nicht so einen weiten Weg. Ja, wegen also Kundenfreundlichkeit wäre für Sie wahrscheinlich auch besser, oder? Das ist ein Dienstfahrzeug und das da vorne ist ein Privatfahrzeug, aber da sage ich dem Kollegen Bescheid, der fährt das nach hinten. Ich dachte nur, damit Sie da Bescheid wissen, weil Kundenfreundlichkeit ist ja auch, was ist, wenn die Kunden jetzt zum Beispiel da vorne parken müssen oder da drüben. Ja, ich verstehe schon. Müssen. Ich verstehe schon. Das macht Sinn. Genau. Herr Whittaker, da kümmern wir uns drum. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. So. Frau Mitchell. Herr Tetzlaff, ist kurz auf Toilette, nehme ich an. Frau Mitchell? Frau Mitchell! So. Frau Mitchell? Ja. Ja, sehr gut. Hat funktioniert. Herr Tetzlaff ist kurz auf Toilette, nehme ich an, ja? Ja. Ja, gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir Sie gleich dazu holen. Wollen Sie einen Kaffee oder sowas? Auch gerne. Ja, gut, dann. Wobei ich ja schon gehört habe, Sie haben nur... Oh Gott, ja, nee, dann biete ich dem den nicht an. Ich biete dem den nicht an. Moment, Herr Tetzlaff ruft mich gerade an. Ja. Tetzlaff? Ich weiß auch nicht, wie ich es dir erklären soll. Oh nein. Muss ich nach Grape Sieb? Du müsstest mich von zu Hause aus abholen. oder warte, ich guck mal, ob ich ein Taxi erreiche. Ja, schau mal, dass du ein Taxi erreichst. Ich spreche schon mal mit der Frau Mitchell. Jawohl. Super. Heute ist der Wurm drin, sag ich Ihnen. Heute ist wirklich der Wurm drin. Es hat sich so eine Zeitschleife gebildet auf der Toilette. Und irgendwie wurde Herr Tetzlaff nach Hause gespült. Oh Gott. Gut, dann nutze ich auch nicht Ihre Toilette. Kein Kaffee, ja, keine Toilette. Kein ich Kaffee, verstehe. Keine Toilette. Alles klar. Dann kommen Sie schon mal mit ins Büro. Mhm. Meine Güte. So. Frau Mitchell, der Herr Tetzlaff hat Sie ja irgendwie heute schon angetroffen. Der ist jetzt gerade nicht hier.
Darum würde ich mich selbst einfach mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Manfred Lentsch. Mir gehört das Unternehmen Schwarzwasser, das jetzt hier auch wahrscheinlich von dem Herrn Tetzlaff mal angesprochen wurde, worum es geht. Ich habe gehört, Sie waren heute schon mal hier? Ja, ich war heute Morgen auf der Suche nach Kaffee, tatsächlich. Und hier nebendran scheint es ein Kaffee zu geben. Das hat aber nicht geöffnet. Und so ergab es sich, dass ich dann mit Herrn Tetzlaff ins Gespräch kam. Genau. Was hat denn Herr Tetzlaff Ihnen schon erzählt? Tatsächlich war er sehr zurückhaltend und sagte, dass wir das nicht hier jetzt heute Morgen auf der Straße machen, sondern er auf Sie warten möchte, wenn Sie der Geschäftsführer sind, was hier gerade. Ja. Ja, gut, das ist sehr, sehr gut. Dann muss ich nämlich nicht irgendwie welche Sachen doppelt erzählen. Nee, Sie haben, also ich habe ihm eine E-Mail zugesendet. Er hat darum gebeten, ein paar Informationen zu mir zu erhalten und dem bin ich nachgekommen. Sehr gut. Frau Mitchell, also das Unternehmen Schwarzwasser bewegt sich im Groben im Sicherheitsfeld. Ja, und wir sind eigentlich hauptsächlich in Europa vertreten mit Zentrum in Deutschland Schwerin, im Herzen von Europas. Und wir haben eine Außenstelle in Frankreich, in dem Speckgürtel von Paris, um genau zu sein. Und haben jetzt eine Außenstelle auch hier aufgemacht in Los Santos. Unsere Spezifizierung dreht sich allerdings nicht wie üblich im Sicherheitssektor um Gebäudeschutz, sondern wir haben uns auf Personenschutz spezialisiert. Das bedeutet, wir arbeiten im ständigen Umfeld von unseren Klienten und versuchen denen ein sichereres Leben zu geben. Durch unsere Präsenz und durch unsere Arbeit. Verstehe. Ich versuche hier persönlich als Inhaber und als Geschäftsführer diese Zweigstelle aufzubauen und auch die hier zu verwalten, weil das in den anderen Instituten, die wir betreuen, alles ein Selbstläufer ist. Wenn das einmal angestoßen ist, ist das in Ordnung. Ich habe hier mit der Polizei schon gesprochen, wir waren beim Department of Justice, ich habe mir ein Bild davon gemacht und denke, dass man hier relativ gut mit im privaten Sektor tätig sein kann, ohne anderen Sicherheitsunternehmen irgendwas vom Tisch wegzunehmen, weil die sich alle immer auf dieses ich stehe vor einem Gebäude und bewache irgendwas fokussieren. Das ist aber nicht mein Ding. Ich glaube auch nicht, dass es ein interessantes Einstiegsfeld ist und ich glaube auch, dass man grundsätzlich da mit einer anderen Mentalität rangeht. Das machen wir hier nicht. Wir schaffen individuelle Konzepte von Sicherheit. Im Groben fast lässt sich das in zwei Sachen zusammenfassen. Die zwei I's, wie ich sie immer nenne, Isolation oder Integration. Entweder wir schirmen unsere Klienten ab und schaffen die ultimative Abschottung, Isolation, oder wir integrieren uns in den Tagesablauf und fallen nicht auf, Integration. Und ich suche immer Mitarbeiter, die auf der einen Seite das sichere Auftreten haben und auf der anderen Seite Möglichkeiten suchen, selber ein bisschen weiterzukommen. Ja? Und da ist Herr Tetzlaff mehr oder weniger, hat er wahrscheinlich an Sie gedacht oder hat Sie als geeigneten als Kandidatin herausgezogen und deswegen stehen Sie jetzt hier. Wie ich der E-Mail entnommen habe, haben Sie auch schon mal mit dem Polizeidepartement gesprochen. Das ist richtig, ja. Gestern bin ich dort Vorstelle geworden. Haben Sie mit dem Herrn Kovacic gesprochen? Ja, genau, ja. Mit dem arbeiten wir auch zusammen. Der gibt uns auch immer mal wieder Hinweise, wenn es darum geht, welcher Kandidat wäre da geeignet und so weiter und so fort. Nun ist das was wir machen. Wir suchen MitarbeiterInnen und wir möchten wachsen. Jetzt sind Sie ja beruflich noch nicht integriert, so wie ich das verstanden habe. Zumindest nicht festgelegt, ja. Ja. Nicht ganz, ja. Können Sie sich sowas denn vorstellen? Also ich muss Ihnen sagen, dass mir tatsächlich gerade ein wenig Stein vom Herzen gefallen ist, denn das klingt weitaus spannender als das, was ich jetzt dachte, in welche Richtung es hier gehen könnte. Und das kann ich mir definitiv vorstellen. Das klingt sehr, sehr interessant und sehr spannend, ja. Glauben Sie, ich habe in meiner Zeit, in der ich das hier mache, immer damit zu tun und damit zu kämpfen, dass wir die Stigmata und Vorurteile des Sicherheitsgewerbes ein bisschen abschütteln. Weil in der Regel denken Leute dann an die 0815-Behörde, die irgendwo Schmiere steht. Das ist nicht das, was wir machen. Und ich glaube auch als Arbeitnehmer, ist das überhaupt nicht das, was man machen will? Wo sieht man sich denn da? Also was ist denn da die Qualifikation? Wo ist die Weiterbildung? Wie soll man denn, wir arbeiten mit innovativen Konzepten, die zum größten Teil auch nicht mal auf Waffen aufbauen. Weil ich nicht glaube,
dass Sicherheit alleine durch Präsenz von und Zeigen von Bewaffnung ausgeht, sondern von schlüssigen Konzepten, die ganz klar sagen, was geht und was nicht geht. Und das muss man planen. Damit haben sie erstmal nichts zu tun, aber das sind auch Aufstiegsmöglichkeiten bei uns. Das muss man planen, das muss man ausarbeiten und dann muss man das mit dem Dialog mit dem Kunden machen und dann muss der auch wissen, wo wir eingreifen, was wir machen und wie wir unsere Arbeit erledigen. Mhm, verstehe. Das ist so, ja, klingt das ist interessant. So, das ist so unsere Herangehensweise und eine ganz große Herangehensweise und das muss ich Ihnen als Eckpfeiler unserer Arbeit, das ist nicht, ich würde es fast den Haupteckpfeiler nennen, ist das Wort und der Umgang mit Information Diskretion. Mhm. Wir möchten mit Informationen so umgehen, wie es sich gehört, nämlich so, dass man sich darauf verlassen kann, dass das nicht weitergetragen wird. Selbstverständlich, ja. Wenn wir mit einem Kunden arbeiten und der in einem gewissen Sektor unterwegs ist, muss der sich darauf verlassen können, dass sein Sicherheitspersonal nicht dazu führt, dass der Sektor eventuell gefährdet ist. Und das ist etwas, was auf Vertrauen aufbaut und das ist etwas, was auf Qualität aufbaut und nicht Quantität. Das ist der Grund, warum wir sehr, sehr vorsichtig sind mit Mitarbeitern, warum wir sehr, sehr umsichtig sind mit Einstellungen und warum ich sehr, sehr interessiert daran bin, wie Ihr Standing zu diesen ganzen Themen ist. Wissen Sie? Ja. Sagen Sie, Sie haben gesagt, Sie können sich das vorstellen. Ja, durchaus, ja. Haben Sie denn, Sie haben in der Polizei mal gearbeitet, haben Sie denn in diesem privaten Sicherheitssektor, Sie haben das ja gar nicht irgendwie abgelehnt, weil Sie sich da irgendwas vorgestellt haben. Was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, also so wie Sie das eben schon beschrieben haben, eben vor irgendeiner Event-Location stehen und dort eben Einlasskontrollen machen, sowas in der Art. Das war so meine erste Vorstellung. Das mag klischeebehaftet sein, aber das ist das, was mir dabei tatsächlich erstmal in den Kopf kam. Mhm. Also wir haben, um da jetzt, ein Beispiel zu haben, wir sind daran interessiert, mit der aktuellen, warten Sie mal ganz kurz. Mhm. Meine Herren, kann ich Ihnen helfen? Ja, schönen guten Abend, wir suchen den Chef dieses Sicherheitsunternehmens.